Es ist immer wieder ein bewegendes Gefühl, hier in diese festlich geschmückte Halle einzumarschieren. Und Sie können so oft einmarschieren, wie Sie wollen. Es ist jedes Mal das sogenannte Gänsehautfeeling. Wir bedanken uns herzlich für diesen überaus warmherzigen Empfang mit einem dreifach kräftigen Koch und die Gänsetür. Das sind die schmucken Abordnungen der karnevalstreibenden Vereine. Und ist das nicht ein herrliches, ein wunderschön buntes Bild? Und wir, das ist der Musikverein der Stadt Goch. Aber wir sind natürlich auch nicht nur die, die hier auf der Bühne stehen. Sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade zu Beginn darüber sprechen. Wir sind auch die, die schon einen Tag nach Weihnachten hier angefangen haben zu arbeiten, zu werkeln, um aus einer funktionalen Sporthalle einen Ballsaal zu machen. Es ist das Team rund um unseren zweiten Vorsitzenden, Marco Fieten, die hier tagelang gearbeitet haben. Und ich finde, ihr habt das großartig gemacht. Ihr gehört dazu, auch wenn ihr jetzt nicht auf der Bühne steht. Das ist euer Applaus. Ja, meine sehr verehrten Freunde des Karnevals, ich hatte gerade gesagt, es ist immer ein imposantes Gefühl, hier aufzumarschieren, das ist auch so.
Und wir fragen uns ja alle, und ich glaube, das geht nicht nur uns so, die wir vorne auf der Bühne stehen, das geht Ihnen auch so, woher das Prickeln kommt, das spätestens an jedem Tage einsetzt, an dem die letzten Lieder am Tannenbaum verklungen sind. Dann entsteht so ein leises Prickeln und dann schauen wir auf den Kalender und sagen, es muss doch wohl bald doch ein Prinzenchör sein. Und die Böller sind verschossen am Silvestertag, am Neujahrstag. Und dann ist das Prickeln erst ganz besonders groß. Und so, aus diesem Prickeln heraus, fragen wir uns alle immer wieder, woher die Faszination des Karnevals kommt. Aber ich glaube, das Brauchtum Karneval ist die besondere Art und Weise dazu imstande, die Menschen zu verbinden. Ob groß, ob klein, wer möchte nicht als kleines Mädchen Prinzessin sein? Oder möchte nicht wenigstens in einer schmucken Garde mitmachen? Wer möchte nicht als kleiner Junge schon im Karneval Indianer sein oder Cowboy? Oder vielleicht in der Garde? Oder vielleicht, und ich sehe sie da hinten blinken, vielleicht möchte er auch Feuerwehrmann sein. Und ich sage Ihnen eins, nach diesem Abend, ich verspreche es Ihnen, meine Herren, wollen wir alle Feuerwehrmann sein. Es ist die Verbindung des Karnevals. Nur Menschen, die froh sind, nur Menschen, die lachen können, können auch mit offenen Armen andere empfangen. Ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, ob arm und reich, und ob weiß oder schwarz. Wir laden alle ein, mit uns hier 5,5 Wochen Karneval zu feiern. 5,5 Wochen wird die Session sein und wir wollen heute, wir alle zusammen, mit Ihnen den großen Auftakt legen. Dazu brauchen wir Sie, wir Akteure stehen bereit und wir begrüßen Sie noch einmal mit einem kräftigen Goch! Prinzenkür! Goch! Geht mal einfach in eure Mitte jetzt. Damit es richtig losgehen kann, müssen wir natürlich jetzt die Bühne freimachen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mit uns aufgezogen seid. Das ist mal wieder toll. Und wer diese tollen jungen Mädchen sehen will, der muss einfach heute mal das Programm sehen und der muss später mal alle Veranstaltungen besuchen. Und vor allen Dingen muss er zum Straßenkarneval kommen und dann werden Sie diese Woche gerade nur Standartenträger sehen, genauso wie den Musikverein, den wir heute auch noch mal sehen werden. Ich bedanke mich bei euch und ich sage Ausmarsch! Denn Sie sind das beste Karnevalspublikum der Welt. Und wir brauchen Sie jetzt, denn wir haben uns was Neues überlegt. Wir haben gesagt, na, wir machen jetzt nicht sofort die Prinzenkür, wir spannen Sie noch ein bisschen auf die Folter. Und wir wollen natürlich diese Zeit nutzen, um Sie und uns alle richtig in Stimmung zu bringen. Und dazu brauchen wir natürlich besondere Akteure. Und wir haben uns überlegt und gesagt, wir Gocher, beziehungsweise auch alle die, die heute Ehrenbürger der Stadt Goch sind, das sind nämlich unsere Gäste, die nicht aus Goch kommen, die sind alle für heute Ehrenbürger der Stadt Goch, allerdings mit einer Auflage, sie müssen sich auch so benehmen. Das heißt, ihr müsst kräftig alle mitfahren und wir haben uns überlegt, es muss doch möglich sein, sofort Stimmung im Herrensaal zu kriegen. Warum müssen wir immer mit der Musik so lange warten und dann irgendwann gegen Ende fröhlich sein? Nein,
Wir wollen heute testen, ob Sie, ob wir alle von 0 auf 100 bereit sind, die Kamera zu fahren. Und dazu haben wir uns besondere Gäste überlegt. Es ist eine Showband der Extraklasse und um es mal richtig neudeutsch zu sagen, eine Marching Band der Extraklasse. Meine Damen und Herren, zeigen wir, dass wir sofort bereit sind, den Karneval zu begrüßen und zu feiern. Ich begrüße und bitte um einen Marsch, der tönt!
Ja, meine Damen und Herren, das war ein Aufmarsch nach Maß. Eine tolle Garde, ein tolles neues Prinzenpaar. Wunderschöne Farben in Blau und in Weiß. Und wir begrüßen Sie alle, die ganze Armada, mit einem dreifach kräftigen Koch. Feuerwehr, Prinzenkür. Übrigens der Kleine, da bin ich. Okay. Meine Lieben, da steht unser neues designiertes Prinzenpaar. Und ich darf sie Ihnen einmal ganz kurz vorstellen. Neben mir direkt der Carsten. Carsten Gansi, 39 Jahre alt, ledig. Ich sag dazu nichts mehr, das habe ich vor zwei, drei Jahren schon mal gedacht. Ich sag da nichts mehr. Selbstständiger Kaufmann. Und was seine Hobbys betrifft, da lag er Feuerwehr, 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 Feuerwehr. Und dann kommt allerdings auch noch mal für jeden Freizeit hier schon. Aber die Feuerwehr spielt bei unserem zukünftigen Prinzen eine ganz besondere, eine große Rolle. Er ist ein waschechter, ein tatkräftiger Feuerwehrmann und er versteht anzupacken. Er ist ein echter Kamerad. Aber genauso lange wie er in der Feuerwehr ist, so ähnlich lange ist er auch schon Mitglied der Karnevalsabteilung der Feuerwehr, nämlich 19 Jahre. Und er hat alle Etappen bzw. alle Stufen des Karnevals dort mitgemacht. Er ist Wagenbauer gewesen, Organisator, ich muss hier ablesen, Hüttenredner. Und nun ist er seit einigen Monaten, glaube ich, der erste Vorsitzende dieser Gemeinschaft. Nun steht er vor dem absoluten Höhepunkt, nämlich Prinz Karneval in Goch zu werden. Und Sie glauben schon allein nach meinen Worten, er ist ein echtes Schwergewicht des Karnevals. Und eins darf ich sagen, für alle die, die Eintritt bezahlt haben, mehr Prinz wird Geld geht wirklich nicht. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den Prinz Karneval der Stadt Goch in Spee. Prinz Carsten der Erste Jansen. Es wäre so wunderschön, aber es wird bald so wunderschön sein. Nur noch wenige Augenblicke an seiner Seite. Da mit Abstand hübscheste, was wir zurzeit in Goch zu bieten haben. Unsere Prinzessin, 27 Jahre alt, ledig. Und jetzt kommt Psychologie. Sie kann nicht nur fröhlich sein und mit Ihnen Freude teilen. Das Schöne ist, sie kann es Ihnen nachher auch noch erklären. Als Kind hatte sie, und sie schreibt es selbst, Bummeln in den Hintern. Und was kann man mit so einer Jungen, mit so einem jungen Mädchen dann besser machen, als sich Sport treiben zu lassen und tanzen zu lassen. Und so ist sie schon mit 6 Jahren in die Gemeinschaft der Funke bzw. des Karnevalsvereins der Feuerwehr eingetreten. Und von den Minis, 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 Minis ist sie aufgestiegen in die Feuerfunken und hat dort mehrere Jahre getanzt und sie war auch schon als Gardemitglied unterwegs. Auch unsere Prinzessin ist eine junge Dame, nicht Begleitung, sondern eine eigenständige Persönlichkeit. Denn das macht unser Prinzenpaar aus. Ich kann nur eins sagen, unsere Prinzessin ist strahlend, sie ist schön und sie ist ein wahrer Glücksfall.
nicht nur für den Prinzen, sondern für uns alle. Ich darf Sie Ihnen vorstellen, unsere Prinzessin in Spe, Prinzessin Christine die Erste Linsen. In diesem Jahr Karneval lautet: Erneut entfacht das Flammenmeer. Einsatz für die Feuerwehr und einen solchen Einsatz lassen wir uns alle gefallen, vor allen Dingen die Feuerwehrleute selbst. Und wenn ein Flammenmeer der Freude entfacht werden soll, dann braucht man dazu Unterstützung. Und die Unterstützung darf ich Ihnen nun kurz auch vorstellen. Ich stelle Ihnen die Adjutanten des Prinzenpaares vor: Björn von Hugen und Stefan Pieper. Ich stelle Ihnen vor den Reisemarschall des Prinzenpaares. Er war schon viermal Prinzgardist und ist damit der erfahrenste Mann. Es ist Ralf Stacher. Ich stelle Ihnen vor 44 stramme, feierbereite Gardisten. Ich stelle Ihnen vor 17 charmante und stets zum Feiern bereite Funken. Und last but not least, was wäre unser Karneval ohne die Musik? Ich stelle Ihnen vor, circa 50 Männer und Frauen des Spielmannszugs der Feuerwehr Goch mit Unterstützung des Tambourchors aus Neze unter der Leitung von Martin Lagarde. Zusammen sind die Feuerwehr und ich bin völlig sicher, dass sie unsere Herzen entflammen werden. Rufen wir da noch einmal aus, auf diese ganze Truppe ein dreifachkräftiges Doch! Feuerwehr! Prinzenkür! So, und jetzt wird nicht Zeit, dass die neuen Regenten gekürt wird. Dazu biete ich 2x2 Punkte. Einmal den Herrn Bürgermeister, der dort unten sitzt, auf die Bühne zu holen. Und unser Ex-Prinzenpaar mit ein paar Takten Musik. Wir sind bereit, Herr Bürgermeister. Walten Sie Ihres Amtes, mein Lieber, nimm das Mikrofon, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Josef, liebe Gäste, liebe Kocherinnen und Kocher, liebe Närrinnen und Narren. Ich freue mich, euch als Kocher Bürgermeister hier in der festlich geschmückten Sporthalle begrüßen zu können zu unserer Prinzenkür, zur Kür von unserem Prinz Carsten und unserer Prinzessin Christine. Und darauf vorab erstmal ein richtig donnerndes Koch, Frau, Feuerwehr, Prinzenkür. Also, das ist das Schönste an der Tätigkeit eines Bürgermeisters, hier immer Anfang des Jahres die Prinzessin und den Prinz kühlen zu dürfen. Im vergangenen Jahr habe ich gesagt, ach Polly, du kannst ja eine Dynastie gründen.
Ein Jahr davor habe ich das Josefs Sohn gesagt. Bei dir kann ich nicht sagen. Bei dir, du stammst nicht aus so einem Karnevalsgeschlecht. Aber die Janssens, die haben wir ja schon. Also von daher brauchst du gar keine Sorge haben, für die Janssens ist vorgesorgt. Also das muss nicht sein. Ich habe aber dann mir überlegt, welche Karriere hast du denn eigentlich gemacht hier im Karneval? Und die ist ja sensationell, liebe Karnevalsfreunde. In den USA ist das ja üblich, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen kann. Im Dorfer Karneval ist es überhaupt kein Problem, vom Feger der Bühne zum Prinzen zu avancieren. Herzlichen Glückwunsch! Aber lieber Carsten, Spaß beiseite. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es erzählen soll. Sollen wir es erzählen? Ja? Aber es ist nämlich wahr. Sollen wir es nicht erzählen? Das erzählen wir nicht. Ich glaube, wir erzählen das doch. Ja. Es ist nämlich wirklich wahr. Willst du nicht? Dann tun wir das nicht. Dann lassen wir das. Vor ungefähr 10 Jahren haben wir zusammen Karneval gefeiert, Prinzenkür und standen in der Theke. Und weißt du noch, was du da gesagt hast? Ja. Eigentlich wollte ich mich als künftiger Prinz und auch als Prinz nicht politisch äußern, aber ich habe damals zu ihm gesagt, Mensch Uli, es wäre schön, wenn du Bürgermeister wärst und mich zum Prinzen machst. Also. Das Schöneres kann es ja nicht geben. Und deshalb, lieber Carsten, freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier stehe und dass das alles in Erfüllung gegangen ist. Und ja, irgendwie finde ich das ganz bewegend. So, und nochmal noch ein paar schöne Worte zu deiner wunderbaren Prinzessin, Psychologin. Also, um dir in die Seele zu schauen, glaube ich, braucht es dich nicht, Christine. Denn er ist ja eine Seele von Mensch. Aber ich habe mir überlegt, warum hat er sich jetzt eine Psychologin ausgesucht? Dann bin ich auf die Idee gekommen, das liegt daran, weil das Leben für dich jetzt eine gewisse Zeit verkehrt rum ist. Du kannst nämlich jetzt keine Brände löschen. Du musst sie entfachen. Funken darfst du nicht austreten. Die musst du jetzt anspornen. Und die Hütte, die muss brennen. Ja, und nicht qualmen. Ja, also quasi. Und dafür brauchst du seelischen Beistand. Du bist ja durch und durch Feuerwehrmann. Und da muss dir jemand abends in die Seele steigen und sagen, Kasi, was hast du gemacht? Und dass du das gut machst und dass ihr beide das gut macht, das steht für uns alle fest. Ja? Ihr seid ein ganz, ganz tolles Prinzenpaar, ihr habt ganz viel Charme und Ausstrahlung. Ihr habt eine super Garde, das ist ja manchmal der Truppe hier, ne? Wer macht eigentlich, wer löscht eigentlich bei euch noch? Aber gut, dann vergessen wir jetzt mal. Und ganz tolle Funke, ja? Ihr habt einen wunderbaren Musikzug, da ist richtig Wumms drin. Also, alle Voraussetzungen für eine ganz, ganz tolle Zeit. Jetzt will ich zur Tat schreiben. Und jetzt wähle ich dich, Kraft meines Amtes, zum Prinzen für Session 2018 küren. Thank you.
Freund und Kamerad Gazi. Ich habe am heutigen Abend die wirklich ehrenvolle Aufgabe, das Zepter des Prinzen der Stadt Goch dir zu überreichen. Und dies tue ich wirklich, das könnt ihr mir glauben, mit ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Lieber Kasi, ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Zepter. Es steht dir immer, es hat uns immer und es steht euch auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Eins muss ich sagen, das Schöne an dem ganzen Zepter ist, es gibt keine Widerworte. Aber eins ist ganz gefährlich. Lasst es nirgendwo liegen. Und ich sage nicht nirgendwo, sondern nicht nur liegen lassen, sondern überlege dir gut, wem du es in die Hand gibst. Weil wenn du es wieder haben möchtest, kann das verdammt teuer werden. Ich habe es selber erlebt. Aber ich wünsche euch beiden, der gesamten Garde, dem Spielmannszug, eine wunderschöne Session. Feiert, so wie ich es kenne von euch, und das könnt ihr verwechseln gut. Und vor allen Dingen genießt diese 5,5 Wochen. Sie sind wunderschön. Schön, wenn so Bürgermeister und Prinz miteinander sprechen. Wir haben ja jetzt nicht nur einen Prinz, einen neuen, der mit Sicherheit ganz toll ist, sondern wir haben auch einen Hellseher. Der wusste vor 10 Jahren schon, was hier in Goch läuft. Mein lieber Kasi, das ist eine großartige Leistung gewesen.
dann Bürgermeister. Auf das Ex-Prinzenpaar Johannes und Lisa. Und vor allen Dingen auf unser neues Prinzenpaar Carsten der Erste und Christine die Erste. Ein dreifach kräftiges Carsten! Christine! Bürgermeister! Und nun wollen wir erste prinzliche Worte hören. Bitte schön, Carsten. Danke, lieber Josef. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Närrinnen und Narren, lieber Bürgermeister. Die Prinzengarde der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Goch begrüßt Sie hier in dieser wunderbar geschmückten Sporthalle zur Prinzenkür mit einem dreifach brennenden Feuerwehr. Prinzenkür! Herzecker! So, jetzt kommt der Moment, wo ich eigentlich schon in die Kund gekniffen bin, würde man am Niederrhein sagen. Weil alle Dinge, die ich mir so zurechtgelegt hatte, hat unser lieber Bürgermeister gerade schon erzählt. Aber das macht nichts, wir machen das einfach nochmal ein bisschen doppelt. Er hat natürlich ganz recht gehabt. Vor mehr als 20 Jahren begann meine Arbeit hier auf dieser Bühne. Damals noch an anderer Stelle, unter der Leitung von Helmut Hübner, war ich Mitglied des technischen Teams des Gocher Karnevalskomitees oder Festkomitees. Und es war eine wunderschöne Zeit. Es folgten ganz, ganz viele Jahre, die ich immer wieder auf dieser Bühne verbracht habe, legendär und unvergessen, lieber Mike, herzlich willkommen, sind unsere gemeinsamen Jahre auf dieser Bühne. Das war eine tolle Zeit. Und irgendwo da ist auch der Wunsch entstanden, du könntest vielleicht noch mal Karnevalsprinz werden. Und ich bin stolz und ich bin froh, dass es mir heute Abend gelungen ist, Karnevalsprinz unserer schönen Vaterstadt zu werden. Und du hast es zwar auch schon alles erklärt, aber es ist auch Bestandteil meiner Rede. Ich sagte vorhin, die Prinzengarde begrüßt sie. Das sind, ich mache jetzt den Schnelldurchlauf, 44 Gardisten, 17 schmucke Funke Mariechen, ein ganz großer Haufen genialer Musiker vom Spielmannszug, zwei wunderbare Adjutanten, ein Reisemarschall. Und erlauben Sie mir am heutigen Abend ganz kurz in die schöne Kreisstadt Kleve zu blicken. Mein Freund Martin, der dortige Prinz in Kleve, wäre jetzt mit seiner Aufzählung am Ende angekommen. Und ich bin stolz und ich bin froh, dass wir doch als Jahr für Jahr schaffen, diese ganzen Gebilde Prinzengarde die Krone aufzusetzen. Und ich freue mich sehr, dass sie hier an meiner Seite ist. Ihre und meine Prinzessin Christine die Erste. Schon bei den großen Funken dabei. Für die Gocher Funkengarden ist es immer eine ganz besondere Ehre und ein Riesenhighlight, hier auf dieser großen Bühne auf der Prinzenkür tanzen zu dürfen und die frisch einstudierten Tänze dem Publikum zu präsentieren. Umso stolzer bin ich nun, dass ich dieses Jahr nicht als Funke Mariechen, auch wenn das natürlich echt schön ist, sondern dass ich dieses Jahr als Karnevalsprinzessin hier oben stehen darf vor Ihnen. Das freut mich wirklich sehr. Da ich in der Feuerwehr quasi groß geworden bin, bin ich stolz darauf, die Prinzessin der Freiwilligen Feuerwehr Goch 2018 sein zu dürfen. Erneut entfacht das Flammenmeer, Einsatz für die Feuerwehr. Das ist das Motto, mit welchem wir Sie dieses Jahr durch die nächsten 5,5 Wochen gerne führen würden. Wir freuen uns darauf, dass wir endlich nach der langen Planung und den langen Vorbereitungen durchstarten können mit unseren Karnevalseinsätzen und hoffen, dass Sie uns tatkräftig dabei helfen werden, das bunte Karnevalsfeuer in Goch zu entfachen. Wir sind auf jeden Fall schon alle sehr Feuer und Flamme dafür. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Uli.
Du hast es schon erzählt, wie wir vor vielen, vielen Jahren zusammengestanden haben. Es war für mich ein lang ersehnter Traum. Es war für dich ein Traum, wahrscheinlich Bürgermeister zu werden. Und ich freue mich jetzt, dir auf dieser Bühne, auf dieser für uns Karnevalisten so wichtigen Bühne, meinen ersten Prinzenorden verleihen zu dürfen. Und ich freue mich, das nicht nur an den Bürgermeister der Vaterstadt Koch tun zu dürfen, sondern an einen guten Freund, lieber Olli. Dankeschön. Wir müssen Gas geben. Ich frage mich, wann ihr gleich auf der Thronrede noch zusammen. Ja, das frage ich mich auch noch. Ich muss dir ganz kurz von dir zureden. Liebe Lisa, lieber Johannes, ihr als vergangenes Prinzenpaar habt das im letzten Jahr wunderbar gemacht. Wir freuen uns, dass wir das weiterführen dürfen, was ihr begonnen habt, was alle Prinzenpaare vor uns begonnen haben. Und ich muss zu Polly noch sagen, lieber Polly, du hast es wirklich gesagt, es ist schön, dass wir gute Freunde sind und gute Feuerwehrkameraden. Ich freue mich, euch beiden meinen Prinzenorden überreichen zu dürfen. Auf unseren Bürgermeister und das vergangene Prinzenpaar. Ein dreifach brennendes Bürgermeister! Frauenkort! Feuerwehr! Lieber Herr Knickrem, lieber Uli, wir kennen uns zwar noch nicht so lange, wie du dich mit Kasi schon kennst, aber trotzdem hast du uns in den letzten Wochen so gut unterstützt. Du hast immer gesagt, wenn Hilfe da ist, bin ich da. Du warst mit deiner offenen Art immer dabei und auch dafür möchte ich dir heute meinen Prinzessinnenorden verleihen. Lieber Lisa, lieber Poldi, natürlich möchte ich euch auch meinen Prinzessinnenorden verleihen. Ihr seid letztes Jahr ein super Prinzenpaar gewesen. Ich hoffe, dass wir das genauso sympathisch dieses Jahr machen wie ihr letztes Jahr. Es war wirklich toll und auch Dankeschön an euch nochmal, dass ihr uns eure Unterstützung zugesagt habt. Ich denke, gemeinsam Karneval feiern, das werden wir dieses Jahr gut hinkriegen. Denn für Freude und Frohsinn muss immer Zeit bleiben. Und ich kann nur eins sagen, uns erwarten tolle 5,5 Wochen mit den beiden. Wir bedanken uns beim Bürgermeister für diese überaus launige und wirklich tolle Prinzenkür. Wir bedanken uns bei unserem Ex-Prinzenpaar und lassen euch nicht von der Bühne ohne einen Blumenstrauß einmal für unsere charmante Ex-Prinzessin. Also, ihr Lieben, herzlichen Dank für eure Mühe und ich bitte um Ausmarsch.